Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Resident Evil 2. Das ist der Remake aber. Also, es gab schon mal ein älteres Spiel, das kennt ihr vermutlich alle. Ich kannte es vorher nicht, also Schande. Und wir spielen das heute und ich werde Let's Playen. Okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Boom, Headshot. Nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? So, Lalle. Die Umgebung erkunden. Also da ist ein Streifenwagen. Ja. Oh shit. Also haben wir eine Pistole? Nein, keine Pistole. Keine Pistole. Hm. Okay, also die Frau war gerade ein Zombie, glaube ich. Die hat ganz schön eins abgekriegt. Und rein da. Hallo? Das fragt man immer. Jetzt antwortet der Zombie aus der Küche. Ja, willst du ein Sandwich? Stimmt was nicht. Den Laden untersuchen. Hörst du sonst was? Ja, ich höre was. Laut genug? Ja, ist laut genug. Weißt du, ich will ja ein bisschen Atmosphäre haben. Geht ein komischer Scheinwerfer, aber ein bisschen vermiest. Ich kann noch ausmachen. Ich mag die Details. Oh. Stimmt, mein Horrorspiel spielt mir ja dunkel, das macht gar nichts. Knuspermüsli. Wir wollen ja, dass Samuel alles nicht in die Hosen macht, aber trotzdem ist ein Horror-Game, also können wir den Scheinwerfer ausmachen. Und übrigens auch Grüße von meiner Seite, von Gamma Calls, aber da er das Spiel spielt, werde ich mir aus diesem LP großenteils raushalten. Weil ihr wisst, wenn ihr die Demo gesehen habt, dass ich in diesem Spiel eine reine Niete bin. Lel. Der arme Typ, der hat voll eins abgekriegt. Let's Dance, ja, finde ich auch. Wo ist der Zombie? Let's Dance, Zombie. Das wäre der Moment, wo ich sagen würde, nope und umkehren.
soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher. Oh shit! Scheiße! Scheiße, ich spüre das gerade richtig im Genick. Na Junge, das sieht so scheiße schmerzhaft aus. Ah, okay, Waffe. Ich schieße erstmal zweimal daneben. Ja, scheiß drauf. Gehst du drauf? Würdest du bitte? Ist dein Ernst, Zombie? Ist dein Ernst? Musste ich mein ganzes Magazin auf dich verballern? Musste das sein? Vor allem, wie oft habe ich daneben geschossen? Oh Gott. Aber irgendwie ist das, sobald der sich kurz bewegt. Achso, ich muss warten, dann geht das kleiner. Okay. Wieder was gelernt. Schlüssel. Yeah. Boah. Get them key. Warum muss ich jetzt entkommen, hä? Ich kapier's überhaupt nicht. Habe ich noch mehr Patronen, bitte? Orientierungsbrief. Im Namen des RPD möchte ich Ihnen zum Abschluss Ihrer Ausbildung gratulieren. Sie haben hervorragende Noten erzielt und wir sind stolz, Sie in der Truppe begrüßen zu dürfen. Bitte melden Sie sich am Freitag, 25.09. um 8 Uhr auf der Polizeistation von Raccoon City zur Orientierungseinheit. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. Polizeichef von Raccoon City, Brian Irons. Geil. So viel dazu. Keine Info zum Gebiet. Wir haben einen Schlüssel und eine... Was? Was? Unsere Mathilda. Die Pistole heißt Mathilda. Ach Gott, der Officer. Oh nee. Willst du mich verarschen? Habe ich Nahkampf? Bitte? Bitte? Würde ich bitte Nahkampf... Erlaubnis zu Nahkampfen? Bitte? Bitte? Liebend gerne. Okay, keine Erlaubnis zu Nahkampfen. Yeah. Scheiß auf dich. Yeah, komm, durch. Durch. Yikes. Ja, liebend gern jetzt alles Zombies hier. Scheiß auf dich. Geh sterben, Zombie. Gott. Geil, wieder eine Patrone drin. Shit. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. In der Tat. Jetzt ist hier alles... Warum ist auf einmal alles voll? Wo kommen die alle her? I. Dem Ninja Moves. Yeah, Polizeiwagen. Ich weiß, ich mache jetzt die ganze Zeit irgendwie so dumme Kommentare, um die Stimmung so ein bisschen für mich zu halten, weil ich erschrecke da sehr leicht. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Und ich wurde vorhin in den Hals gebissen. Schön, dass das jemand bemerkt. Hallo, Zombies, Hals beißen. Nein. Bitte, danke. Ich suche meinen Bruder. Hilfe, Ärztliche, jetzt. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Capcom präsentiert. Sieht nicht schlecht aus.
Resident Evil. Warum ist das R und das E rot? Ist im Logo. Und damit, Daumen, herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 2 auch von meiner Seite. Der ist übrigens auch da. Ich nicht dabei sein werde im Let's Play, größtenteils. Aber ich wollte einfach mal Hi sagen. Der gammelt im Hintergrund rum und macht irgendwas. Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Fuß auflassen. Oh shit. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ich hab mich gerade so zu Tode erschreckt. Ja, irgendwie. Er erschreckt mich mega schnell. Wo kommt die her? Oh, Kacke. Oh. Heilige Scheiße. Claire, steig aus. Steig aus jetzt. Scheiße. Der nimmt uns voll mit. Oder auch nicht. Rasur. Rasur von allem und jedem. Durch den Truckfahrer von vorhin, der erstmal die eine Frau umgefahren hat, die ein Zombie war. Glücklicherweise. Hallo? Was? Seit wann explodieren Autos, nachdem sie einen Unfall hatten, einen leichten Auffahrunfall? Unfall, okay, nicht leicht, aber... Komm. Er hat nicht mal eine Platzwunde am Kopf und er hat es voll aufs Lenkrad gepfeffert. Also... Eher nicht, ne? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Nicht so gut. Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Ist nicht sicher. Ja, leichte Umschreibung kenne ich, aber so leicht hätte ich das. Das reinste Chaos. Ich geh doch mal, ne? Ihr macht mal euer Zombie-Ding hier. Kann ich irgendwie Nahkampfangriff? Nein. Da nicht. Ich glaube, ich darf mich nicht zu oft verlaufen, sonst kriegen die mich. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Ja, das ist das richtige Wort, Junge. Verwandelt. Keine Menschen einfach drauf schießen. Okay, shit. Gar nicht. Oh, da kommt einer aus dem Bus. Ja, danke. Kann ich auch darauf verzichten. Und die beiden. Da rein. Weil das Tor jetzt zumachen. Ja, okay. Das wäre Munitionsverschwendung von Munition, die ich nicht besitze. Krankenbetten. Hallo? Ist irgendjemand hier? Kann man looten? Oh yeah, loot. Das wollte ich haben. Give me that. RPD. Irgendjemand.
Jemand muss doch hier sein. Oh. Er lebt. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Hallo, mir weglaufen. Nicht so viel gegen ihn kämpfen. Bin ich für. Der Typ hat Rettung verdient. Karte. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um die gegenwärtige Position der Umgebung umzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Das ist cool. Inventarbox und die Schreibmaschine habe ich beides noch nicht. Da ist ein zugeklebter Kasten, den habe ich noch gar nicht gefunden, aber ich muss in den Raum der Wache, oder wie? Wird noch durchsucht. Also ich muss dann vermutlich in den Raum der Wache und dann in den Westkorridor oder in irgendwie hier reinlassen, weil der hier gerade unterwegs ist und dann hier rein, ja. Let's do this. So. Keine Daten. Was will ich... Ach so, eine Speichermaschine. Cool. Zugeklebter Kasten. Dann reißt du das Tape ab oder machst es mit dem Schlüssel? Bin ich für, geht eher nicht. Nein, das ist der Tankstellenschlüssel. Kann ich den wegwerfen? Kombinieren. Okay, also ich behalte erstmal den Tankstellenschlüssel. Bin für alles offen. Hopp. Erste Hilfe Spray. Keep out. Ja, dem. Was kann man hier öffnen oder was? Bin ich dumm oder wie? Oho. Also ich gehe... Göttinnenstatue? Ja, okay. Oh ja. Also wir müssen da anscheinend doch rein. Aber... Egal. Drei Symbole braucht man dafür. Schon mal ein paar Sachen, die man hier braucht. Also man braucht irgendwas, um das Ding zu öffnen. Schere oder Messer. Der Klebekasten. Schusch, so viele Rätsel in einem Raum. Und dann kommen auch später die Zombies dazu. Lecco mio. Also wir haben ja gerade keine Zombies, aber vermutlich gibt es dann später Zombies. Die dann auch noch random aus Wänden brechen, die wir dann erstmal einmal ins Gesicht ballern müssen. So. Also. Nur noch one way to go, oder? Die habe ich doch schon. Zugeklebter Kasten habe ich auch schon. Angeguckt. Es geht alles nicht. Das heißt, wir gehen jetzt durch die APD-Tür. Wo Keep Out drauf steht. Aber wir sind die intelligenten Polizisten. Die unten durchkriechen. Bitte nicht. Tu das nicht. Man macht das nicht, wenn Zombies in den... Man macht das nicht. Da ist jetzt ein Zombie oder so, dem jetzt voll in die Fresse leuchten. Und Jumpscare. Warte mal, sind wir sauber? Sind wir gerade durch und sind sauber? Am Arsch? Da brauchen wir eine Energiezelle. Joa, sowas.
Was ist das? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Aber hey, ich spreche gerade ein bisschen wenig. Ich schaff das. Ja, ich schaff das. Also, Tür auf. Wir schießen alles ab, was lebt. Oder halbwegs lebt. Zombieland always. Einmal noch drauf. Oh, ja, geil. Ja, nehme ich. Danke dafür, toter Police Officer. Knopf. Ah, ja. Definitiv nichts gegen. Ist der Raum durch? Ja, der ist schon durch. Okay. Alter, wie er sich hier reingeschleift hat. Uff. Oh, da geht's nicht weiter. Ah, doch. Erstmal nicht. Hier kommt gleich irgendwann aus diesen Zoom-Kabinen allein. Kann es nicht bitte nochmal kurz blinken? Da ist niemand. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie aufmachen kann. Ah ja, so, danke. Als ob. Ist da ein Hilfespray drin? Ja. Delicious. Kann ich die auch stacken? Nein, vermutlich nicht. Okay. Also, ich hätte definitiv mit irgendeinem Zombie gerechnet, der jetzt aus dieser Kabine kommt. Und mir voll ins Gesicht hüpft. Hydrant nichts. Ja, die Feuerwehr-Axt hat die wenigstens jemand genommen. Oh Gott. Aufwachen! Schnell! Aufwachen! Ja, jetzt. Mach die verdammte Tür auf! Ich komme, Junge, ich komme. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Gib sie mir die Hand! Ich hab... Jetzt wird er rausgezogen. Ja, zieh doch, Junge! Zieh doch! Zieh nicht! Ach du Scheiße! Schieb ihn wieder durch, damit sie nicht reinkommen. Alter! Aufgerissen wie eine Wurst. Goddess-Statue. Okay, also wir müssen da das Puzzle machen. Wir müssen das Puzzle am Löwen machen. Oder nee, nur das Puzzle da. Ah, das Löwenpuzzle ist sozusagen optional, glaube ich. Dann müssen wir da runter, müssen wir das Parken hoch. Oh, oh ho ho. Ja. Gut, also damit haben wir die Lösungen für die beiden Puzzle, für die drei Puzzle. Und damit wär's das für diesen Part auch. Wir schließen jetzt und... Zombies bleiben auf der anderen Seite. Bitte, danke. Und damit, ciao, bis zum nächsten Part. Und wie David jetzt sagen würde, und ciao!